Neues Programm wird ausgeführt. Endstation. Fantastisch. Lad das runter. So Leute, der Sommer ist vorbei und die Zockerjahreszeit schlechthin steht vor der Tür. Da in der zweiten Jahreshälfte naturgemäß mehr und vor allem bessere Spiele erscheinen, wird dieser Testcheck ein wenig anders laufen. Kein Gefrotzel, keine flachen Gags, keine Wortwitze und vor allem keine Play-It-Spiele. Den Anfang macht Terminator 3 Redemption, das hier in der PlayStation 2 Version zu sehen ist. Redemption, das quasi als Entschuldigung für das letzte Terminator-Spiel von Atari nur schlappe 35 Euro kosten wird, versetzt euch natürlich in die Rolle eines Terminators. Also spurten wir durch Endzeit-Szenarien und ballern alles über den Haufen, was auch nur ansatzweise nach Blechbüchse aussieht. Technisch durchaus solide verwandelt sich Terminator Redemption nach kurzer Spielzeit in eine unfaire Ruckelorgie sondergleichen. Allerdings habe ich ein Feature entdeckt, das mir wirklich gefallen hat. Durch Druck auf R2 kann man Arnie nämlich tolle Sachen sagen lassen. Das mache ich jetzt mal und baller mich noch ein wenig durch die Gegend, also zieht euch die Kommentare von Arnie rein. Schluck das, ein Kinderspiel. Fantastisch. So lieb ich. Kommen wir nun zur Abteilung schlaue Filmzitate. Ich sitze in meinem Ford mit dem Tiger im Tank, die Hand an ihrem Schenkel geht's den Highway entlang. Klingt merkwürdig, beschreibt OutRun 2 von Sega, das hier in der Xbox-Version läuft, aber ziemlich treffend. In der Fortsetzung des Uralt-Automaten OutRun gibt es drei Spielmodi, den OutRun-Mode, den Time-Attack-Modus und den Heartbreak-Modus, den ich hier gerade spiele. Im Heartbreak-Modus geht es darum, die Wünsche unserer Beifahrerin nach Kräften zu befriedigen. Hier fordert die Gute gerade, dass wir Autos überholen sollen, also mache ich das mal. Ihr seht's ja selbst, proportional zur Anzahl der Autos, die ich überholt habe, steigt die Zuneigung meiner Beifahrerin, ich nenne sie Erna, an. Das Dumme ist nur, dass Erna einfach nicht genug bekommen kann. Hier möchte die Gute, dass ich ein wenig für sie drifte. Hat nicht ganz geklappt. Wie beim Vorgänger könnt ihr an Straßengabelungen eure Strecke selbst wählen, wodurch für Abwechslung gesorgt ist. Obwohl OutRun 2 in technischer Hinsicht ziemlich weit von aktuellen Krachern wie Burnout 3 entfernt ist, sollten Sega-Fans nicht zuletzt wegen der freispielbaren Strecken aus Scud Race und Daytona USA einen Blick riskieren. Mir hat's ziemlich viel Spaß gemacht, aber ich bin auch vorbelastet, weil ich als Stöpsel schon mein gesamtes Taschengeld in den Automaten des Vorgängers geworfen habe. Weiter geht's zum nächsten Spiel. So, hier sind wir jetzt bei Crash Bandicoot Twinsanity. In ihrem mittlerweile 583. Videospielabenteuer bekommt es die belämmerte Beutelratte mit völlig neuen Herausforderungen zu tun. Anstatt wie üblich gegen Dr. Neocortex vorzugehen, muss Crash sich mit dem Flachschädel zusammentun und eine apfelklauende Horde Außerirdischer besiegen. Das mit dem Teamwork hat allerdings so seine Tücken. Hier seht ihr, wie sich die beiden Partner balgenderweise eine riesige Murmelbahn hinunter bewegen. Im Vergleich zum lahmen Vorgänger ist Twinsanity ein richtig gutes Spiel geworden. Es gibt abwechslungsreiche Level, in denen ihr unter anderem auf dem Rücken von Neocortex einen Berg hinunterbügelt, kleinere Rätsel und jede Menge Hopserei. Obwohl Crash keinen Innovationspreis gewinnt, sollten Freunde gut gemachter Hüpfspielkost zuschlagen. Damit der Humor auch nicht zu kurz kommt, wurde das Skript zu Twinsanity vom Erfinder der Kultserie Ren & Stimpy geschrieben, was besonders in den Zwischensequenzen zu merken ist. Also, wer kann dazu schon Nein sagen? So, mittlerweile hat man mich zu den Würmern geschickt. Hier seht ihr ein paar Eindrücke aus dem neuen Worms-Spiel für die Xbox. Wie schon beim Vorgänger, Worms 3D, gehen sich die kleinen Kriecher jetzt in der dritten Dimension an die Gurgel. Neu ist allerdings, dass ihr jetzt auch Gebäude bauen könnt, so wie die Burg, die ich da eben hingestellt habe. Abhängig von der Größe des Gebäudes könnt ihr abgefahrene Waffen, wie den unglaublich coolen Kühlschrankwerfer, einsetzen. Leider fällt, genau wie im Vorgänger, das Ziel ein bisschen schwer, aber gucken wir mal, wen wir gleich mit einem Kühlschrank beglücken können. Ihr kennt ja den alten Song, kommt ein Kühlschrank geflogen, setzt sich nieder auf meinen Fuß und so weiter, Treffer versenkt. Leider reicht die Zeit im Testcheck natürlich nicht aus, um ein paar Feinheiten des Spiels zu zeigen. Ich kann euch nur sagen, uns hat's viel Spaß gemacht. Wer mehr darüber wissen will, liest Andres Test im Heft.
Ich hasse Sport, ich hasse Fußball und ich hasse Bewegung. Dementsprechend dürft ihr hier jetzt nicht die große Zappelorgie erwarten. Was ihr hier seht, ist U-Move Supersports von Konami für die PlayStation 2, das in Verbindung mit der iToy-Kamera funktioniert. Im Normalfall sollte jetzt irgendjemand dastehen und ganz wild mit Händen und Füßen versuchen, die Bälle abzuwehren. Ist nicht mein Ding, ich setze mich lieber hin und trinke ein bisschen Kaffee. Insgesamt bietet U-Move Supersports 15 Disziplinen, von denen mir nicht eine ein kleines Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat. Wo wir gerade bei Sport sind, ich gebe jetzt mal ab zu Jens, der euch ein bisschen was über Madden und Tiger Woods 2005 erzählen wird. Hier sehen wir jetzt Madden NFL 2005, das ist die Xbox-Version. Ganz kurz zu den wichtigsten Neuerungen in diesem Jahr. Da wäre zum einen der erweiterte Franchise-Modus, bei dem all eure Entscheidungen, die ihr als General Manager oder Coach an der Seitenlinie trefft, die Moral eurer Leute beeinflusst. Lasst ihr zum Beispiel euren Star-Running-Back zu sehr an der Seitenlinie schmoren, lässt der dann öfter mal die Pille fallen. Die weiteren wichtigsten Neuerungen beschränken sich zum größten Teil auf die Defensivsteuerung im Spiel. Mit der rechten Analogtaste habt ihr beispielsweise jetzt die Möglichkeit, als Verteidiger einen besonders harten Hit an den Mann zu bringen. Ebenfalls neu, in der Defensive könnt ihr mit der Playmaker-Option kurzfristig Änderungen vornehmen. Madden ist auf jeden Fall auch in seinem 15. Jahr ein waschechter Hit, allerdings gibt es einen großen Wermutstropfen. Weder die PS2 noch die Xbox-Version ist online spielbar. Jetzt werfen wir noch schnell einen Blick auf Tiger Woods PGA Tour 2005. Hier seht ihr die Xbox-Version. Weltbewegende Neuerungen gibt es diesmal nicht. Es gibt ein paar neue Kurse, insgesamt sind es diesmal 14 und ein paar neue Golfer. Als Bonuscharakter schwingt beispielsweise Mädchenschwarm und Popstar Justin Timberlake das Eisen. An der Spielmechanik hat sich dagegen so gut wie gar nichts geändert. Das war ja eigentlich auch nicht nötig, denn die war schon immer gut. Erwähnenswert ist vielleicht noch der neue sogenannte Tiger Proving Modus. Dieser gibt euch die Möglichkeit, bestehende Kurse nach eigenen Wünschen zu modifizieren. Da könnt ihr dann beispielsweise die Fairways schmaler machen, die Grüns verändern oder neue Bunker einbauen. Alles in allem, auch ohne Online-Modus, erneut ein sicherer Hit. Besten Dank, Jens. So, jetzt kommt was für die Leute, die sich den Testcheck immer mit weit heruntergedrehter Lautstärke anhören, weil ihnen mein Gequatsche auf die Nerven geht. Hier ist das Tutorial zu Ghostmaster, das für die PlayStation 2 und die Xbox erscheint. Ich sag nichts mehr dazu, guckt's euch an oder hört's euch an und ich sag's euch, der Typ nervt noch viel, viel mehr als ich. Zwei Kräfte zur Verfügung stehen. Mit den Richtungstasten oben und unten kannst du die gewünschte Kraft aussuchen und sie mit der X-Taste einsetzen. Na, habe ich euch zu viel versprochen? Keine Bange, es wird jetzt richtig spannend, falls ihr noch nicht eingeschlafen seid. Wenn sie den Raum betritt, in dem sich Bu befindet, kannst du eine seiner Kräfte einsetzen und sehen, ob du deinen ersten Sterblichen erschrecken kannst. Die Frage ist nur, ob das irgendjemand sehen will. Ich glaube nicht, also düsen wir weiter zum nächsten Spiel. Jetzt kommen wir zu Dynasty Warriors 4 Empires, das ihr in der PS2-Version seht. Anstatt wie üblich nur ein neues Setting und unzählige neue spielbare Charaktere abzuliefern, haben sich die Entwickler dieses Mal Gedanken gemacht, wie man der in die Jahre gekommenen Spielmechanik etwas Leben einhauchen könnte. Des Rätsels Lösung ist der Empire-Mode, in dem ihr euch nicht nur durch unzählige Feinde schnetzelt, sondern auch auf einer Übersichtskarte, so ein bisschen wie bei Risiko, wer das noch kennt, strategisch herumwurschteln dürft. Hier sind wir gerade am Überlegen, ob wir mit irgendjemandem eine Allianz eingehen, ob wir die Steuern erhöhen oder ob wir in ein kleines Territorium einfallen, das, wenn wir siegreich sind, uns gehört. Da von nichts nichts kommt, hat meine Oma zumindest immer gesagt, entscheide ich mich dafür, oben rechts in das kleine Territorium einzufallen und es meinem noch recht winzigen Imperium einzuverleiben. Sie sind stark, gebt nicht nach! Im Gegensatz zu dem Strategiebonus hat sich auf dem eigentlichen Schlachtfeld nichts geändert. Ihr rennt immer noch als einzelner Soldat, begleitet von computergesteuerten Charakteren durch die Gegend und schnetzelt alles ab, was sich bewegt. Mir macht sowas ja Spaß, obwohl, zugegeben, die Schlachten auf Dauer wirklich ein bisschen abwechslungsarm sind. Trotzdem, Dynasty Warriors 4 Empires ist mit Sicherheit, mit Abstand der beste Teil der Serie. Wer auf Dynasty Warriors steht, macht auf jeden Fall nichts falsch. So, das war's dann auch mit diesem Testcheck. Der Herbst hat begonnen, zieht euch warm an, holt euch keine Grippe und viel, viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Ab 18 Abonnenten bleiben noch dran, denn jetzt kommt noch eine Kleinigkeit für euch. Los! Hier seht ihr jetzt Crisis Zone, einen Ableger der Lichtknarrenballerei Time Crisis von Namco.
Im Gegensatz zur Zeitkrise seid ihr bei Crisis Zone allerdings nicht mit einer mickrigen Pistole, sondern mit einem fetten Maschinengewehr bewaffnet. Damit kann man nicht nur den Gegnern ordentlich einheizen, sondern auch lässig die gesamte Spielumgebung zu Klump schießen. Ihr seht das ja gerade. Das Spielprinzip gleicht Time Crisis dabei wie aufs Haar. Haltet ihr den Knopf an eurem Guncon gedrückt, geht ihr in Deckung, lasst ihr den Knopf los, dürft ihr ballern, bis die Rohre glühen. Grafisch gibt's an dem Spiel nicht viel zu meckern, Spaß macht es allemal. Wer auf Lightgun-Shooter steht, sollte sich das Teil zulegen. So, das war's jetzt endgültig, macht's gut, bis nächsten Monat.